kosmische Strahlung. Hashtag zeig her. Jugend präsentiert 2015. Unsere Frage dazu lautet: Verhindert die kosmische Strahlung eine Besiedlung des Mars? Was ist die kosmische Strahlung? Hierbei handelt es sich um hochenergetische Teilchenstrahlung. Genau genommen ist es gar keine Strahlung, sondern es sind Teilchen. Die kosmische Strahlung wird in Mikrosievert gemessen. Sie besteht zu 87% aus Protonen und 12% Heliumionen. Außerdem zu 1% aus schweren Ionen. Erst vor 50 Jahren wurde sie entdeckt und bisher auch nur wenig erforscht. Aber wie kommt sie zu uns? Sie geht von der Milchstraße, Sonneneruption und fernen Galaxien aus. Außerdem wird sie von interstellaren Energiefeldern zur Erde weitergeleitet. Jedoch werden wir von der Ozonschicht und dem Magnetfeld um die Erde geschützt. Ihr seht hier das Magnetfeld der Erde. Dieses sorgt dafür, dass der größte Anteil der Strahlung zu den Polen geht. Und das sogar freiwillig. Natürlich nicht zu den Polen, sondern zum Nord- und Südpol. Wie wirkt diese übrig gebliebene Strahlung auf uns? Dank der genannten Ozonschicht können wir auf der Erde überleben. Sie wehrt die meiste der Strahlung ab. Der Rest der Strahlung ist Teil der natürlichen Hintergrundstrahlung. Je weiter man sich von der Erdoberfläche entfernt, desto höher wird sie. Außerdem ist diese Strahlung so stark, dass der Körper alleine sich nicht dafür schützen kann. Nun kommen wir zu den gesundheitlichen Schäden, die kosmische Strahlung verursachen kann. Dazu zählt, dass der Zellstoffwechsel und das Nervensystem negativ beeinflusst werden. Zudem beschleunigt es die Ausbildung von Alzheimer und beschränkt die kognitiven Fähigkeiten drastisch. Doch Gott sei Dank kommt das nicht sehr oft vor. Genau, im Vergleich zur Erde hat der Mars kein Magnetfeld oder eine Ozonschicht. Selbst auf der ISS ist die kosmische Strahlung schon tausendmal höher als auf der Erdoberfläche. Astronauten würden sogar in kürzester Zeit auf dem Mars an Alzheimer erkranken. Unser Fazit deshalb: Keine Ozonschicht, kein Leben. Erfindungen gegen die kosmische Strahlung für die Marsbesiedlung sind deshalb unverzichtbar. Die kosmische Strahlung sollte nicht unterschätzt werden.